geht um Folgendes. Viele Leute denken, wenn sie sich so einen Slam angucken, dass diejenigen, die auf die Bühne gehen, total literaturbewandert wären und so. Und das ist totaler Unsinn. Und darum geht es in diesem Text. Und zudem haben sich in dem Text ein paar Leute versteckt. Und ich wette, ihr findet ein paar. Der Text heißt, keine schillernde Persönlichkeit. Sehr gut. Richtig. Einen hast du schon mal. Ich bin keine schillernde Persönlichkeit, bin ich wirklich nie gewesen. Denn ich habe mich immer verweilert, ging es ums Lesen. Bücher gingen mir meist am Mörs vorbei, mich konzentrieren fiel mir Erhard. So fühlte ich mich grimm, blieb Lektüre mir nie wirklich erspart. Ich lernte es nie so recht zu schätzen, saß nicht gerne still im Zimmer. Bücher kaufen wollte ich Heine, so wurde es Schmidt mir immer schlimmer. Doch Ahrens Tages war damit Busch. Ich lag gerade ganz ruhig im Gras und träumte weiter von der Vogelheide, doch vorbei war schnell der Spaß. Vor mir stand ein Kant von einem Mann und er sagte, es macht im Kopf Max frisch und heiter, du musst jetzt endlich lesen, es geht Saphir nicht weiter. Also ging ich zu einer Bibliothek, nein, ich Goethe. Etwas Süßes, was ich Rosch machte, dass ich flöte. Plötzlich fühlte ich mich Böll, hatte Funke in den Augen. Kafka ich zu sehen bekam, konnte ich Nietzsche glauben. Ihre Haare waren dürrenmatt, Lessing ging ich auf sie zu. Der erste Sieg ist der schwerste. Kleistlaut sagte ich, hey du. Bezaubernd wie sie roch, ich war ganz wackelig auf meinem Hohlbein, hatte Angst, dass meine Stimme brecht vor ihrem schönen Wohlschein. Fontane wollte ich sie begleiten, sie wohnte bei Hirschhausen. Watzlawick ich auch sagte, sie mochte meine Flausen. Sie mochte mich und auch die Bücher, deshalb griff ich ihre Hände. So nahm es mit mir und der Literatur doch noch ein Michael Ende. Danke sehr.